Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Wir sind die Mindhunters und heute möchten wir unsere Gedanken weiter trainieren. Und die Methode dafür, die wir euch heute vorstellen möchten, ist 5 Tipps an dein früheres Ich. Worum es dabei geht, seht ihr gleich. Viel Spaß! Die Methode, die wir euch heute zeigen möchten, heißt 5 Tipps an mein früheres Ich. Was die Methode genau bewirkt, Gustav, sehen wir ja am Ende. Wir haben uns gedacht, wir würden den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt jeder seine 5 Tipps an sein früheres Ich preisgibt. Deswegen machen wir das zu zweit heute. Und am Ende werdet ihr sehen, worauf das Ganze hinausgeht und wo euch die Methode weiterhilft. Gustav, was ist dein erster Tipp an dein früheres Ich? Also mein erster Tipp ist auch mein persönlich wichtigster Tipp für mich. Ihr könnt das ja dann für euch selber entscheiden, was eure Tipps sind zum Beispiel. Aber ich fange einfach mal an. Mein erster Tipp an mein früheres Ich ist, lieb dich selbst. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich war tatsächlich damals jetzt, sage ich mal, nicht der beliebteste in der Schule. Ich war halt ein bisschen pummeliger, ein kleiner Außenseiter auch teilweise in der Klasse. Hab nirgendwo richtig dazugehört, weder zu den Nerds, weder zu den Coolen. Ja, ich hing immer so auch mit den Nerds ab, mit den Coolen ab. Und ja, wie gesagt, war nie wirklich irgendwie Teil eines Geschehens. Und ich muss auch sagen, als Kind war ich sehr, sehr pummelig. Und ehrlich? deswegen auch das gemobbt. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, ich war echt ein pummeliger Typ damals. Also sehr, 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 sehr rund. Und ich wurde deswegen auch gemobbt. Und da ist mein Tipp an dich, lieb dich wirklich so, wie du bist, mit deinen Ecken und Kanten. Wir sind auch nur Menschen, keiner ist perfekt. Und steh auch zu dir. Steh zu deinen Fehlern, steh zu dir selbst. Das heißt nicht, dass du an dir arbeiten solltest. Aber lieb dich im Großen und Ganzen so, wie du bist. Mein zweiter Punkt, das führt mich auch gleich dazu, vergib anderen. Ja? Also ich habe dir ja gesagt, ich wurde früher gemobbt als pummeliger kleiner Gustav. Yeah. Und ja, ich habe den kleinen Kindern von damals einfach vergeben, aus heutiger Sicht. Ganz kurz, wie alt warst du da? Vielleicht interessant. Ach so, ja genau, ich war da vielleicht so vierte, fünfte, sechste Klasse. Ja. Also wie alt war ich da? Vielleicht so 8 bis, also jetzt früheren Alter, sage ich mal. Ja, meine ganze Jugend so von 8 bis 15, 16 Jahre alt. Genau, und mein Tipp ist da, vergib einfach anderen Menschen in deinem Leben. Es macht keinen Sinn, diesen Groll, diesen Hass mit dir rumzutragen. Vielleicht auch gegen anderen Leuten. Ja, also bei mir ist es das Beispiel mit den Mitschülern, die mich gemobbt haben. Vielleicht wäre ein anderes Beispiel irgendwie deine Eltern, die dir das Leben oder irgendwie Sachen nicht gekauft haben, die du damals wolltest. Ja, vergib einfach deinen Mitmenschen oder Freunde, die dich vielleicht verraten haben, ja, kann wahrscheinlich der eine oder andere auch was dazu erzählen. Also diese drei Sachen, muss ich tatsächlich auch zugestehen, treffen auf mich zu. Ja, ich wurde auch von Freunden verraten, ich habe diesen vergeben, ich wurde damals gemobbt, ich habe auch den Mitschülern vergeben. Meine Eltern konnten mir damals in meiner Jugend nicht alles ermöglichen. Ich liebe meine Eltern wirklich, sie haben alles Mögliche gemacht, um mir ein gutes Leben zu geben. Ich habe jetzt nicht gehungert oder so, aber man war schon anders als andere und man hatte vielleicht auch hier und dort nicht die Sachen, die andere Mitschüler hatten. Und ja, auch in der Hinsicht weiß ich, dass meine Eltern eben das Beste getan haben und in der Hinsicht hege ich jetzt auch keinen Groll gegen meine Eltern. Mein dritter Punkt ist, arbeite hart. Was meine ich damit? Ja, also viele, viele Leute sagen ja, genieß dein Leben, du lebst nur einmal, YOLO nach dem Motto, aber ich sage tatsächlich, gerade wo du jung bist, setzt du ein ganzes Fundament oder einen Großteil deines Fundaments für dein späteres Leben. Deshalb arbeite hart an dir, an deiner Persönlichkeit, entwickle diese weiter, aber arbeite auch hart an deinen Skills und deinen Fähigkeiten, die dir später im Berufsleben was bringen, die dir auch als Mensch, als Persönlichkeit was bringen. Ich habe damals zum Beispiel in meiner Jugend auch diesen Fehler gemacht. Ich war oft feiern. Ja, ich war in einem Club. Mit 18 war ich Stammgast, weil ich da Freitag, Samstag immer war. Ich habe immer freien Eintritt bekommen. Ich kannte da auch die Leute schon. Ja. Und was hat es mir heutzutage gebracht? Nix.
Das habe ich dann irgendwann gemerkt. Dann angefangen, meine Wochenenden zu arbeiten. Ich habe Pakete ausgeliefert. Nach dem Pakete ausgeliefert noch die Nacht durchgekellnert und sonntags noch Autos aus der Mietanlage zum Waschen gebracht. Also das hat mir dann viel mehr gebracht, weil ich hier ein finanzielles Polster aufbauen konnte für mein späteres Leben. Also ich habe später studiert und man weiß ja, mit dem Studium kann man jetzt nicht nebenbei so viel arbeiten. Nee. Und ich konnte daraus meinen finanziellen Polster eben zehren. Das sind meine drei großen Tipps fürs Leben. Beziehungsweise und deine drei Tipps an dein früheres Ich. Okay, genau, genau. Ja, dann bleiben mir ja nur noch zwei übrig. Genau, bitte. Mein vierter an der Stelle, beziehungsweise mein Tipp an mein früheres Ich wäre, überleg genau, wem du deine Geheimnisse erzählst. Damit habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und zwar war so, als Jugendlicher, ich will jetzt nicht genau sagen, welches Alter, weil ich sage einfach nur als Jugendlicher. Ich weiß jetzt mein früheres Ich als Jugendlicher. Und da habe ich halt oft den, ich würde nicht sagen Fehler, obwohl es doch teilweise ein Fehler war, dass ich teilweise aus Situationen heraus Leuten vertraut habe. Wie wenn wir zum Beispiel hier sitzen, wir haben ein cooles Gespräch, man fühlt sich gegenseitig und da ist dann, weißt du, dann kommt ein Wort nach dem anderen, Bruder, du bist mein Bruder und so weiter. Ja, man steigert sich da rein. Ja, und dann wird man irgendwie achtfache Brüder und nach diesen achtfachen Brüderschaften erzählt man dann irgendwas oder gibt Geheimnisse preis, die dann diese Leute in Situationen, wo wir uns gestritten haben, mir quasi reingedrückt haben. Hm. Und das hat mich emotional verletzt, weil wir sprechen hier von einem Geheimnis. Also ein Geheimnis ist etwas, quasi auch eine Waffe, die jemand gegen dich nutzen kann. Und diese Waffe, beziehungsweise du vertraust ja dem Menschen und gibst ihm ja diese Waffe, indem du ihm das Geheimnis verrätst. Ja, ja. Und das war ein Fehler, den ich früher immer gemacht habe, dass ich aus Situationen heraus dann den Leuten ein Geheimnis verraten habe und die haben das dann gegen mich genutzt. Also hätte ich lieber 5-mal überlegt, wem ich das Geheimnis anvertraue. Die zweite Sache ist, und zwar die Denkweise, die man hat, dass man sich nicht dafür rechtfertigen muss. Also denke für dich selbst und rechtfertige dich nicht für deine Denkweise. Was es damit auf sich hat, ich habe auch als junger Mensch oft oder musste oft Dingen folgen oder man hat so Vorbilder gehabt, Eltern, Verwandte, Freunde. Und damals war das ja mit dem Internet nicht so, wie zu also unserer Zeit, weißt du ja auch. Deswegen, der Informationsfluss war klein. Und dadurch, dass er klein war, hatte man Vorbilder gehabt. Man hat Leute gehabt, denen man gefolgt ist. Und denen ist man quasi blind gefolgt. Das heißt, man hat nicht wirklich für sich gedacht. Das ist ein Part. Der andere Part ist, dass ich mich oft für meine Denkweise rechtfertigen musste. Ich habe das gemerkt, so als junger Ziermann, da war ich 15, 16 oder auch jünger, da habe ich mich immer wieder für meine Denkweise rechtfertigen müssen. Dass ich immer, wenn ich irgendwo war, ja, ich denke so und so, aber ja, pass auf, eigentlich denke ich so, weil ich das und das gemacht habe, aber eigentlich ist das und das und immer dieses Rechtfertigen. Und das ist ein Tipp, den ich an mein früheres Ich geben würde, dass ich nicht jedes Mal mich für meine Denkweise rechtfertigen muss und dass ich für mich selbst denke und mich nicht lenken lasse. Jetzt haben wir 5 Tipps an unser früheres Ich gegeben. Die Frage ist jetzt, was bringt die Methodik? Und wer jetzt genau zugehört hat, und ich glaube, da kannst du mir zustimmen, Gustav, die 5 Tipps an euer früheres Ich sind gleichzeitig 5 Tipps an euer zukünftiges Ich. Das könnt ihr immer anwenden. Immer könnt ihr das anwenden. Warum? Ich nehme jetzt ein Beispiel von mir, du kannst ja gerne eins von dir nehmen. Das mit dem überleg genau, wem du deine Geheimnisse preisgibst. Warum? Was bringt die Technik? Diese Technik bringt einen dazu, man nimmt einen Zeitpunkt, das kann irgendein Zeitpunkt sein, euer früheres Ich kann auch einer, also es kann auch gestern sein, so. Ist jetzt nicht, dass man sich selbst in 15 Jahren oder so nehmen muss, sondern das kann das frühere Ich gestern gewesen sein, in 10, 15, 20 Jahren, egal wann. Und dadurch, dass man sein früheres Ich betrachtet, schaut man sich genau eine Schwäche an, die man hatte oder eine Sache, die man anders machen möchte. Und erst wenn man das oder wenn man sich damit genauer beschäftigt, fällt einem auf, dass das auch eine Sache ist, die man zukünftig falsch machen könnte. Aber genau weil man sich mit dieser Methode, also 5 Tipps an mein früheres Ich, genau wenn man mit dieser Methode arbeitet, schafft man es, alte Fehler, die auch zukünftig noch gemacht werden, denen quasi entgegenzuwirken, indem man sich Gedanken macht und dann sagt, nein, das mache ich nicht. Kurz zu meinen Beispielen.
ich überlege mir jetzt immer noch, wem ich meine Geheimnisse anvertraue. Es sind immer noch tolle Brüder und Schwestern, mit denen man sitzt und warme Gespräche hat und es lustig ist und so weiter. Und dann vertraut man jemanden in ein Geheimnis an. Und das würde ich so nicht mehr machen. Und genauso mit dem, ich glaube, ein ganz aktuelles Thema, rechtfertige dich nicht für deine Denkweise. Gerade in der jetzigen Zeit, viele Leute haben das Gefühl, man muss sich immer rechtfertigen. Ich denke das so und so und ich muss das jetzt erklären. Würde ich so nicht mehr machen. Ja. Bei dir? Ich nehme mal das Beispiel, vergib dir und anderen. Bei mir war es ja damals mit dem Mobbing oder dass man auch selber Fehler gemacht hat und sich die eingesteht und sich selbst quasi vergibt. Aber auch heutzutage ist es noch teilweise so, dass vielleicht, du kennst das bestimmt, deine Freunde, deine besten Freunde treffen sich und laden dich nicht ein. Ja. Bist du natürlich auch ziemlich das down hat man heute erstmal. Noch, ja? Das hast du auch immer und das wirst du auch, denke ich mal, immer haben. Absolut, ja. Da habe ich auch für mich gelernt, hey, ich kenne die Hintergründe vielleicht nicht, vielleicht hatten die gerade irgendwie ein Gespräch, der war gerade zufällig bei ihm in der Nähe und dann haben sie sich getroffen. Und dann sehe ich gerade bei Instagram, wie sie gerade einen coolen Abend haben. In dem Moment ärgere ich mich nicht mehr, weil ich vergebe denen in dem Sinne, dass sie mich nicht eingeladen haben. Oder ich bin auch gar nicht sauer dir gegenüber. Oder auch im Job, jemand. Ja, vielleicht willst du eine Stelle bekleiden und reißt dir im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch auf, damit du auf diese Position kommst. Und dein Chef packt einfach jemand anderen an die Position und kriegst die Beförderung nicht. Ja. Auch in dem Sinne kannst du deinem Chef vergeben. Ja? Du weißt nicht, was für Hintergründe hat er. Vielleicht eignet sich die andere Person besser oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Gründe. In der Hinsicht kannst du den anderen auch vergeben. Genau. Das ist die Methode. Nochmal kurz gefasst. Es müssen nicht 5 Tipps sein. Ihr könnt auch 3 Tipps, ihr könnt euch 10, ihr könnt euch 100 Tipps alles, nehmen. Alles, was euch auf dem Herzen liegt. Genau, das ist egal. Die Zahl ist unwichtig. Setzt euch hin, nehmt ein Blatt Papier, schreibt euch eine Zahl auf, wie viele Tipps ihr an euch geben möchtet. Dann überlegt ihr euch einen bestimmten Zeitpunkt in eurer Vergangenheit. Wie ich sagte, das kann gestern gewesen sein, aber auch vor 20 Jahren. Da könnt ihr besser eure Schwächen durchleuchten. Also dann guckt ihr euch den Zeitpunkt an, wo habt ihr was falsch gemacht oder wo denkt ihr, hättet ihr was besser machen können. Dann gebt ihr euch quasi in der Vergangenheit einen Tipp und werdet schnell bemerken, dass dieser Tipp auch gleichzeitig ein Tipp für die Zukunft ist. Und das war's. Damit sind wir auch heute durch für das Video. Top, haben wir's geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch auf jeden Fall. Abonniert unseren Kanal, so könnt ihr immer auf dem neuesten Stand sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Lass die Mindhunters-Familie wachsen. Mach's gut. Danke.